Ich bin heute in Pejo 3000, ein Skigebiet, das vielen noch unbekannt ist, und auch für mich ist es das allererste Mal hier. Willst du also wissen, wie dieses Skigebiet aussieht? Dann komm mit mir nach oben. Ski Arena 3000 befindet sich in Italien im Trentino und gehört zu Skirama Dolomiti. Düsseldorf liegt etwa 950 Kilometer entfernt. Nun, das ist wirklich der Top-Tipp des Gebiets, oder? Sie liegt ganz oben, der Schnee ist super und die Aussicht ist fantastisch. Wenn man diese Abfahrt mit der roten 13 und der roten 1 kombiniert, kann man eine richtig lange Abfahrt machen. Von 3000 Metern auf 1400 Meter. Das Skigebiet Pejo ist nicht sehr groß. Es zählt etwa 20 Pistenkilometer. Du siehst es hier auf der Karte, hauptsächlich rote Pisten und ein paar Lifte. Und oben an der Gondel, dort befindet sich das Kinderland. Das Skigebiet hat seinen Namen vom alten Dorf Pejo. Hier kommt man auch auf Skiern, aber die Gondel startet von Pejo Fonti aus. Wegen der hohen Lage kann man wie jetzt bis spät in der Saison Wintersport betreiben. So, und wenn man in Italien ist, muss man natürlich auch die leckeren Speisen genießen. Zeit fürs Mittagessen. Das Restaurant an der Bergstation der Gondel ist wirklich herrlich gelegen, denn hier gibt es eine super Panorama-Sonnenterrasse. Ich werde jetzt eine leckere, frisch zubereitete Pasta genießen. Da dieses Skigebiet zu Skirama Dolomiti gehört, hat man einen Skipass für die ganze Region. Man kann also nicht nur hier Skifahren, sondern zum Beispiel auch einen Tagesausflug nach Madonna oder nach Passo Tonale unternehmen. Das macht den Skiurlaub sehr abwechslungsreich. Dieses Teilskigebiet ist klein, aber es gibt genug Abwechslung und es ist wirklich schön und ruhig. Viel Platz zum Skifahren und mit dieser Aussicht ist es natürlich zum Genießen. Das kleine Skigebiet Pejo hat mich wirklich überrascht. Es ist nicht groß, aber das macht es auch schön ruhig und übersichtlich. Es bietet Abwechslung, besonders wegen des großen Höhenunterschieds. Die italienische Atmosphäre spricht mich persönlich sehr an. Das Essen ist ausgezeichnet, die Menschen sind sehr freundlich und die Umgebung ist wunderschön. Für mich ist es wirklich empfehlenswert.